Ein Kontra zum Klimapaket. Die Regierungspläne reichen nicht, sagen die Grünen und wollen über den Bundesrat schärfere Maßnahmen durchsetzen. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung bestimmt nach wie vor die Schlagzeilen. Es mehren sich Zweifel, ob es tatsächlich so umgesetzt wird. Die Grünen sagen, es geht ihnen nicht weit genug. Sie fordern einen höheren Preis für CO2 und sie kündigen an, wie sie dafür kämpfen wollen, nämlich im Bundesrat. Denn in der Vertretung der Bundesländer gewinnen die Grünen immer mehr an Macht. Bereits jetzt sind sie an 9 der 16 Landesregierungen beteiligt. In Baden-Württemberg stellen sie den Ministerpräsidenten. Es wären sogar 11, wenn sie bald auch in Brandenburg und Sachsen mitregieren. In jedem Fall könnten die Grünen das Klimapaket in der bisherigen Form blockieren. Frank Buchwald. Das Klimapaket, am Freitag von der Kanzlerin verkündet, seitdem steht es in der Kritik. Besonders die Grünen sind enttäuscht. Sie wollen mehr. Man hat 4 Jahre nichts getan, jetzt einen großen Wurf angekündigt. Und in diesem großen Wurf steht vor allen Dingen drin, dass man weiter vertagt, nämlich auf die nächste Regierung ab dem Jahr 2021. Und mit diesem Paket werden wir die Pariser Klimaziele nicht erfüllen. Und das ist wirklich bitter und mehr als enttäuschend. Die Grünen drohen deshalb, das Klimapaket im Bundesrat zu blockieren. Auch die Freien Demokraten knüpfen ihre Zustimmung an Bedingungen. Nachgewässert werden muss beim Klimapaket. Die Grünen wollen aber eine ideologisch getriebene Verschlimmbesserung mit noch mehr verbotenen Subventionen. Wir brauchen einen Emissionshandel, der diesen Namen verdient, damit wir wirksam und günstig Klimaschutz organisieren, sodass auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auch in der CDU geht das Klimapaket einigen zu weit. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer etwa spricht in der BAMS von rabiaten Maßnahmen. CSU-Chef Söder aber hält dagegen. Wir haben jetzt eine Chance, ein Zeitfenster für wirkliche Veränderungen. Aber was wichtig ist, wir müssen es mit den Bürgern und nicht gegen die Bürger machen. Das heißt, keine radikalen Vorschläge. Ich finde, das Konzept, das da jetzt vorliegt, das ist die gute ökologische Mitte. Die Kanzlerin ist am Nachmittag nach New York geflogen. Angela Merkel will ihr Paket beim Klimagipfel der UN präsentieren. Gleich hinterher fliegt in einer zweiten Maschine Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Und als CDU-Chefin gibt sich AKK bereits gesprächsbereit beim Klimapaket. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Umwelt. Wer E-Bikes, E-Scooter, Handstaubsauger oder Akkuschrauber kauft, soll künftig 50 Euro Pfand bezahlen. Das fordert der Bundesverband der Entsorgungsunternehmen. Der Grund, die Akkus dieser Geräte würden oft falsch entsorgt und lösten immer häufiger Brände in Müllautos und Recyclinganlagen aus. Durch die Einführung eines Pfandsystems soll das verhindert werden. Bei der Nachricht jetzt werden Urlauber hellhörig. Dem britischen Touristikkonzern Thomas Cook droht die Pleite. In Gesprächen mit Investoren soll das Unternehmen deshalb heute um mehr Geld für seine Sanierungspläne verhandelt haben und hofft auf Hilfe der britischen Regierung. Zum Konzern gehören auch die deutschen Marken Neckermann und Condor. Die Regierung in London hat angekündigt, gestrandete Urlauber im Ernstfall sicher nach Hause zu holen. Von einem Konkurs wären derzeit etwa 600.000 Urlauber betroffen, davon gut die Hälfte aus Deutschland. Zurück nach Deutschland. Günter Kunert war einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Er ist gestern Abend gestorben. Der gebürtige Berliner wurde in der Nazi-Zeit als sogenannter Halbjude verunglimpft. In der DDR setzte er sich für den Dissidenten Wolf Biermann ein, siedelte dann in den Westen über. 1950 erschien Kunerts erster Gedichtband und erst dieses Jahr der Roman Die zweite Frau, den er in der DDR nicht veröffentlichen konnte. Günter Kunert wurde 90 Jahre alt. Was ganz anderes jetzt. In München haben wieder tausende Menschen am traditionellen Trachtenumzug durch die Innenstadt teilgenommen. Gruppen aus ganz Deutschland und aus mehreren europäischen Ländern präsentierten in historischen Gewändern Brauchtum und Handwerkskunst. Der etwa 7 Kilometer lange Zug am zweiten Tag des Oktoberfests gehört zu den größten Trachtenumzügen der Welt. 2 Tage ist es her, dass die Große Koalition ein Paket zum Klimaschutz auf den Weg gebracht hat. Maßnahmen, die viele Wissenschaftler und Umweltverbände als unzureichend kritisieren. Mit diesen Plänen im Gepäck reist Bundeskanzlerin Merkel heute nach New York. Dort beginnt morgen der Klimagipfel der Vereinten Nationen, auf dem Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ihre Strategien für den Kampf gegen die Erderwärmung vorstellen wollen. Die Grünen wollen das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzpaket im Bundesrat verschärfen. Die Maßnahmen reichten nicht aus, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, sagte die Grünen-Vorsitzende Baerbock. Sie forderte einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien und einen höheren CO2-Preis.
Die Grünen sind derzeit über 9 Landesregierungen im Bundesrat vertreten. Und damit zu Daniel Pokraka in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ja, reicht denn die Macht der Grünen im Bundesrat aus, um das Klimapaket zu verschärfen? Ja, das ist wohl so, denn die Sachen, die jetzt im Klimapaket stehen, die werden ja in der nächsten Zeit in, ja, ich sag mal, handliche Gesetze verpackt. Und da wird es einige Gesetze geben, die die Bundesländer betreffen. Das bedeutet, der Bundesrat kommt zum Zug und im Bundesrat haben eben Union und SPD keine eigene Mehrheit. Die Grünen dagegen sind, wie Sie sagen, an 9 Landesregierungen zurzeit beteiligt. Das reicht schon jetzt, um Gesetze zu Fall zu bringen. Und es kann ja demnächst auch sein, dass die Grünen noch in Brandenburg und Sachsen mitregieren. Dann sind es dann schon 11 Landesregierungen. Dann können sie erst recht Gesetze stoppen, die Ländersache sind. Zum Beispiel die Pendlerpauschale wird das sein. Der Ausbau der Windenergie und auch bei Ladestationen für E-Autos könnte das sein, dass eben die Länder ein Mitspracherecht haben. Es gibt ja massive Kritik auch von Wissenschaftlern am Klimapaket, dazu die anhaltenden Fridays for Future-Proteste. Wird die Bundesregierung das Paket angesichts dessen womöglich auch von sich aus nachbessern? Das ist möglich, aber das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Das war ja doch eine recht schwierige Geburt jetzt, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Bis hin zu Sitzungen, bis spät in die Nacht. Und wir haben in die Gesichter gesehen, in die sehr müden, übermüdeten Gesichter von Angela Merkel und vielen ihrer Mitstreiter in der Großen Koalition. Aber es ist schon so, tatsächlich, wie Sie sagen, viele Experten und auch Friday for Future sagen, das ist uns alles überhaupt nicht genug. Das ist zu wenig, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Nur den Hebel, um dann noch Änderungen zu erreichen, haben dann eher als Aktivisten und Experten die Grünen im Bundesrat. Vielen Dank, Daniel Pokraka in Berlin. Die Preise für Strom gehen seit langem in die Höhe. Noch nie aber war die Kilowattstunde so teuer wie in diesem Jahr. Nach Berechnungen der Bundesnetzagentur mussten Verbraucher zum Stichtag im April durchschnittlich mehr als 30 Cent zahlen. Ein Plus von fast 3,3%. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Lieferanten Anstiege an der Strombörse deutlich schneller weitergeben als fallende Preise. In Israel beginnen heute erste Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung. Präsident Rivlin empfängt dazu Vertreter der Parteien. Er entscheidet danach, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. Auch aus den zweiten Parlamentswahlen in diesem Jahr war keine Partei mit einer klaren Mehrheit hervorgegangen. Die rechtskonservative Partei von Premierminister Netanyahu liegt praktisch gleich auf mit der Mitte-Links-Liste seines wichtigsten Herausforderers Gantz. Und damit zu Mike Lingenfelser nach Tel Aviv. Benny Gantz kommt mit seiner Partei auf gerade mal 2 Sitze mehr als Benjamin Netanyahu. Reicht das, damit Staatspräsident Rivlin ihm vielleicht den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt? Er muss eine glaubwürdige Mehrheit hinter sich wissen, um eine Regierungskoalition, eine Mehrheitskoalition bilden zu können. Und genau das erfragt der Staatspräsident heute bei diesen Konsultationen. Also jeder Parteichef gibt eine Empfehlung ab. Ja für Gantz, nein für Gantz, ja für Netanyahu oder sonst wen. Und nur dann, wenn es zu einer sozusagen Vorabsondierung hier für eine Mehrheit reicht, wenn es zu einer Mehrheit kommt, dann bekommt er den Auftrag. Er braucht dafür die Stimmen der arabischen Parteien. Und wohl auch die Stimmen von Avigdor Lieberman, also einem rechten Hardliner, der früher ein Weggefährte von Netanyahu war und jetzt eigene Wege oder andere Wege gehen möchte. Die Araber haben signalisiert, sie sind für Gantz. Bei Lieberman heißt es, angeblich will er niemanden empfehlen. Es bleibt also spannend und natürlich noch viel spannender, wenn er den Auftrag kriegt, ob er danach wirklich eine Mehrheit zustande bekommt. Ja, Sie haben es erwähnt, Königsmacher könnte Ex-Verteidigungsminister Lieberman sein. Er verlangt ja aber eine Einheitsregierung und weniger Einfluss der orthodoxen Juden in Israel. Ist das überhaupt realistisch und machbar? Zunächst einmal hat er den Weg ja tatsächlich erstmal frei gemacht, theoretisch, für eine säkulare, eine weltliche Regierung, indem er ausgeschert ist aus diesem Block, diesem rechtsreligiösen Block. Und die Ultraorthodoxen, sie sind der natürliche Partner von Netanyahu. Das sagen sie selber, das haben sie im Wahlkampf wiederholt. Sie sind eine stark wachsende Volksgruppe, aber noch immer eine Minderheit. Das heißt, die weltliche Mehrheit, die liegt auf der Hand, auch bei dieser Wahl, rechnerisch ist sie da. Und einer säkularen Regierung steht eigentlich vor allem Netanyahu im Weg, der das alte Bündnis unbedingt aufrechterhalten will, weil er sich darauf verlassen kann. Würde er aber beispielsweise wegen der Wahlschlappe abtreten, dann wäre sein Likud, das sagen viele Beobachter, schnell bereit, eine große Koalition, wie Sie sie gerade erwähnt haben, mit Benny Gantz seiner Partei einzugehen. Dann wäre das möglich. Vielen Dank, Mike Lingenfelser. Danke nach Tel Aviv und die Bildstörung bitten wir zu entschuldigen. Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen. Union und SPD wollen das noch in dieser Legislaturperiode umsetzen. Der Deutsche Kinderschutzbund fordert das schon lange.
Am Potsdamer Platz in Berlin hat er heute zu seinem traditionellen Fest zum Weltkindertag eingeladen. Das Anliegen auch hier: aufmerksam machen auf die Rechte und die Bedürfnisse von Kindern. Sie fordern ihre Rechte ein, hunderte Kinder mitten in Berlin. Sie feiern den Weltkindertag und wollen mitbestimmen. Rechte, die seit 30 Jahren in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen festgeschrieben, aber nicht selbstverständlich sind. Also in den Schulen soll nicht so viel Geld weggenommen werden. Also dass Kinder so leben können, dass sie nicht gleich so sterben dann mit den Kriegen. Also ich möchte, dass die Kinder zum Beispiel in Indien mehr Rechte kriegen. Halt ein bisschen Kinderprodukte ein bisschen billiger machen. Ja, damit die Eltern, die nicht so viel verdienen, eben noch ein bisschen was für die Kinder versorgen können. Nach Angaben des Deutschen Kinderhilfswerks lebt bundesweit jedes fünfte Kind in Armut. Der Staat solle Kinder besser fördern und einbinden. Es ist eben so, dass wir sie noch nicht ernst genug nehmen, dass wir immer wieder auch feststellen, dass ihre Perspektive nicht berücksichtigt wird bei dem Bau von Spielplätzen, im Verwaltungshandeln insgesamt, auch im Krankenhaus oder dort, wenn es darum geht, Kinder auch im Wohnumfeld stärker zu berücksichtigen. Ende des Jahres soll ein Vorschlag vorliegen, wie Kinderrechte in der Verfassung verankert werden können. Dazu müssen Politiker aber erst das Grundgesetz ändern, sodass Kinder ihre Rechte besser durchsetzen können. Auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg trifft sich seit Jahren die weltweite Musikszene. Auch immer mehr erfolgreiche Frauen sind ganz vorne dabei. Doch nach wie vor ist die Musikbranche eine Männerdomäne. Eine internationale Initiative will das nun aber ändern. Auf einer Reeperbahnbühne singt Melby aus Schweden und hofft, mit ihrer Musik erfolgreich zu sein. Studien zeigen, noch immer sind Frauen, ob am Mikro oder im Management, unterrepräsentiert. Die Hamburger Künstlerin One Giro hat gerade eine neue CD produziert, konnte auf dem Festival dreimal auftreten. Dennoch hadert sie mit der Männerdominanz. Wenn ich zum Beispiel gebucht werde oder einen Booker frage, das sind Menschen, die Veranstaltungen für jemanden suchen, da sagen die meistens, total spannendes Thema, aber wir haben schon zwei Frauen. Also das heißt, aber bei Männern sagt man das ebenfalls nicht. Im Netz sind Auftritte und Videos von Künstlerinnen wie One Giro oft äußerst erfolgreich. Dennoch können Frauen von Musik oft schlechter leben als Männer. Die Musikszene weiblicher machen. Andrea Rothaug wirbt auf dem Reeperbahn-Festival für eine Art Job- und Kontaktbörse. Von Technikerinnen bis zu Musikerinnen. Eine Datenbank für Geschlechtergerechtigkeit. Der Gender Gap in der Musikbranche ist groß. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich immer zwischen 1 und 11%, egal ob am Dirigentenpult, ob auf den Bühnen von Festivals. Die Macher der Fraueninitiative Key Change wollen zur Not sogar eine Quote einführen, um die Musikindustrie weiblicher zu machen. Es ist ein schwieriger Weg, trotz erster Erfolge. Als wir angefangen haben mit Key Change, haben wir in sehr viele Fragezeichengesichter geblickt. Und mittlerweile ist es so prominent, jeder weiß, dass man über Geschlechtergerechtigkeit reden muss. Bis 2022, so das Ziel, soll in der Musikindustrie gleichberechtigt gearbeitet werden.